Sie stieß mich vom Rand und ich fiel. Guten Morgen. Mit welchem Recht zwingen wir unseren Kindern den Fleischkonsum auf? Die Kinder wollen kein Fleisch essen. Die Kinder werden nur von Anfang an darauf konditioniert, Fleisch zu essen. Wenn du Kindern einen Apfel hinlegst oder einen Hasen, dann wollen sie mit dem Hasen spielen und den Apfel wollen sie essen. Wenn du Kindern erklärst, dass das Fleisch, was sie jetzt hier essen, dass das der Hase war, dann wollen sie das Fleisch nicht mehr essen. Aber wir informieren unsere Kinder nicht. Wir geben unseren Kindern das Stück Fleisch schön paniert und schön gewürzt, damit sie eben das Fleisch gar nicht mehr als Fleisch wahrnehmen und damit Assoziationen finden könnten, dass das mal ein Lebewesen gewesen ist, und ja, und gewöhnen es an den Fleischkonsum. Aber wo ist das Recht dahinter? Mal abgesehen von dem ethischen Aspekt, dass die Tiere dafür sterben müssen, das lasse ich einfach mal beiseite. Es geht nur um das Wohl des Kindes. Mit welchem Recht informiere ich das Kind oder unterlasse es, das Kind zu informieren, dass das Fleisch tatsächlich ein Hase, ein Schwein, eine Kuh oder was auch immer gewesen ist? Und mache ihm das deutlich. Mit welchem Recht führe ich dem Kind Antibiotika, Hormone, Transfette, gesättigte Fettsäuren, Cholesterin zu, schädige die Gesundheit des Kindes nachhaltig? Mit welchem Recht? Die Frage habe ich mir gestellt. Wie unsere Gesellschaft sich bei Themen wie Impfen oder Schulzwang moralisch erhebt und sagt, boah, nein, das geht ja überhaupt nicht. Aber bei Themen wie der Ernährung unsere Kinder chronisch vergiftet. Und dass ein Fleischkonsum, wie er derzeit praktiziert wird, definitiv gesundheitsschädlich ist, darüber gibt es mittlerweile auch Konsens. Die weltweit größte Gesundheitsorganisation, die WHO, mit Sitz in Amerika, ich hatte dazu auch schon mal ein Video gemacht, empfiehlt sogar eine stark pflanzenbasierte und eine fleischarme Ernährung für Babys und Kleinkinder. Auch eine rein vegane Ernährung, also eine rein pflanzliche Ernährung, wenn sie gut durchgeführt ist, das heißt wirklich auch darauf geachtet wird, dass sie vollwertig ist, ist die gesündeste Lebensform, also die gesunde Ernährungsform. Alles von der weltweit größten Gesundheitsorganisation. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wie in Deutschland die Menschen ihre Kinder, ja, ich möchte es nicht zu drastisch formulieren, weil ich weiß, das ist ein emotionales Thema. Ein sehr emotionales Thema. Wir alle lieben unsere Kinder. Zumindest denken wir alle, dass wir unsere Kinder lieben. Aber wenn wir sie wirklich lieben würden, dann würden wir auch das Optimum, also die bestmöglichsten Entscheidungen für die Kinder treffen. Gerade weil wir die Verantwortung tragen. Das lässt sich ja nur nicht vermeiden. Kinder, Menschenkinder sind ja nicht in der Lage, in der Natur einfach zu überleben. Und man kann sie nicht selbst überlassen. Und in unserer Gesellschaft kann es auch nicht aussetzen. Dann krabbeln sie über die Straße, dann kommt so ein hochtechnologisiertes Gefährt mit 4 Rädern und fährt das Kind einfach platt. Also da muss man schon eben ja, Leitung. Das ist übrigens auch ein schönes Thema. Erziehung für Kinder. Da schon mal ein Video gemacht. Es ist leider nicht möglich, Kinder komplett anti-autoritär zu erziehen. Und es ist auch nicht gesund. Sondern Kinder brauchen Führung und brauchen Leitung. Aber mit welchem Recht entscheiden wir wieder besseren Wissens für uns für eine ungesunde Ernährung und auch gegen den Willen des Kindes? Ihr könnt mal, es gibt da zahlreiche Versuche im Internet und zahlreiche Videos, in denen man wirklich tatsächlich dem Kind erklärt, was Fleisch ist und wo es herkommt. Und umso jünger das Kind, umso mehr es jetzt auch verstehen kann, es geht nicht erst ab einem gewissen Alter, wo das Verständnis da ist, und ihr werdet sehen, die Kinder wollen kein Fleisch essen. Ja? Aber die Gesellschaft drückt einen Stempel ab. Und wenn man einmal dran gewöhnt ist, an die tollen Chicken McNuggets, wo es gar nicht um das Chicken geht, sondern um die Panade und die Würze, dann wollen die Kinder natürlich weiter Chicken McNuggets essen. Ja? Merkt ihr das, was das für ein Kreislauf ist? Und schaut euch mal die Kinder von heute an. Schaut euch mal die Kinder von heute an, vergleicht das mit den Kindern vor 50 Jahren. Die Gesundheit, die geistige Gesundheit, ich rede davon Psyche und solche Sachen wie ADS, Depression und so weiter, und die körperliche Gesundheit, die Neigung zum Beispiel zur Fettleibigkeit. Schaut euch die Kinder an, vergleicht das mal. Fleischkonsum ist immer weiter gestiegen. Denkt daran, um Fleisch kostengünstig zu produzieren, ist halt eben solche Sachen wie diese Antibiotika, diese Medikamente, da reingepumpt werden, diese
immer unnatürlicher werdende Haltungsweisen. Jetzt gibt es ja so einen leichten Gegentrend wieder, aber der ist ja auch nur dem gesteigerten der gesteigerten Bewusstheit der Menschen geschuldet. Aber wie diese Produktion, diese Effektivitätssteigerung, wie diese sich natürlich dann eben auch auf die Gesundheit der Tiere und entsprechend auf das, was sozusagen wir dann essen, dann ausgewirkt hat. Und dann seht ihr die Kinder von heute. Und ich war selber schon als Smoothie Man an den Grundschulen und mein Video, wer das noch nicht kennt. Und ja, was ich dort gesehen habe, habe da einen guten Schnitt gekriegt von den Kindern, weil ich an sehr vielen Grundschulen gewesen bin. Und da habe ich halt wirklich gesehen, also sowohl psychisch als auch körperlich, das ist eine ganz andere Welt wie die Kinder vor 50 Jahren. Ja. Gerade was die Psyche angeht. Und da spielen die Hormone von den Tieren natürlich auch eine große Rolle. So. Aber auch der gesteigerte Stress der Eltern. Ne? Den Druck, den diese Gesellschaft ausübt auf die Eltern. Und ja, das sollte uns allen auch wirklich zum Nachdenken anregen. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die sich eingestehen, in der Komfortzone des Fleischkonsums zu verweilen, aber ihre Kinder versuchen rein pflanzlich oder vorwiegend pflanzlich zu ernähren. Sich eingestehen, die eigene Fehlbarkeit bzw. die fehlende Kraft aus der Komfortzone rauszukommen und dieser Fleischeslust, dieser antrainierten, konditionierten Fleischeslust zu frönen, aber trotzdem dem Kind den bestmöglichsten Start ins Leben zu gewährleisten. Und das Kind kann ja, gerade dann, wenn es jetzt anfängt zu rekapitulieren über sein eigenes Leben und auch sich aus sich selber herausheben kann, ne? Also von dieser Ich-Perspektive wechselt in eine etwas größere Perspektive, so mit 5-6 Jahren, dann kann das Kind natürlich auch immer noch entscheiden und sagen, okay, das ist jetzt Fleisch, das kommt von einem Tier, das ist das Tier und möchte ich das essen oder möchte ich das nicht essen? Ne? Dann und damit einhergehen auch die negativen gesundheitlichen Effekte. Aber das kann das Kind dann auch entscheiden. Und natürlich gibt es das ein oder andere Kind, was dann sagt, das möchte ich mal probieren, weil das ist jetzt auch mein Freund Hans und die Andrea. So. Und die Mehrzahl der Kinder wird dann sagen, hä? Das ist genauso wie bei mir im Alkohol. Ich habe noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken. Und wenn ich jetzt Alkohol angeboten bekomme oder möchte was trinken, ich gucke das an und sage, hä, wieso? Das riecht irgendwie total streng, es riecht irgendwie überhaupt nicht gut, es hat negative gesundheitliche Effekte. Was soll der Sinn sein? Warum sollte ich Alkohol trinken? Warum sollte ich eine Zigarette rauchen oder sowas? Wenn du das nicht antrainiert bekommen hast, triffst du kluge Entscheidungen. So, und das sollten wir unseren Kindern wirklich gewährleisten. Eine möglichst gesunde und problemfreie Umgebung. Das schließt eben auch ein, dass man selber versucht, so stressfrei wie möglich zu leben, so entspannt wie möglich zu leben, dem Kind auch wirklich alle erdenkliche Offenheit zu geben, die man selber ermöglichen kann. Ja? Weg von Zwang. Auch die Frage immer nach, das ist immer so ein schönes Beispiel. Ein Kind kommt und sagt, Papa, ich habe Angst vor dem und dem. Ich habe Angst. So. Und was passiert denn in den meisten Fällen, dass der Papa, wenn der Papa damit konfrontiert ist oder die Mama, wir nehmen unser Kind und sagen, ach, du musst keine Angst haben, das ist nicht gefährlich. Pass mal auf, das funktioniert so und so und so. Wir nehmen das Kind nicht an, wie es ist. Wir geben ihm nicht das Gefühl, dass es gut ist, wie es ist. Wir sagen, du musst keine Angst haben, obwohl es doch bereits Angst hat. Es hat ja Angst. Warum sagen wir nicht, es ist in Ordnung, dass du Angst hast? Es ist in Ordnung, dass du Angst hast. Ne? Nehmen es an. Verurteilen es nicht. Sagen, es ist falsch, so wie du bist. Und ich denke, gerade in der Erziehung ist es extrem wichtig, dass wir unser Kind schützen, dass wir unser Kind beschützen, dass wir
wirklich die Verantwortung, eine echte Verantwortung tragen und nicht irgendwelche gesellschaftlich konditionierten Muster auf das Kind übertragen, weil es unsere Komfortzone darstellt und nichts anderes ist das. Wenn wir unser Kind bei der Ernährung einfach so ernähren, wie es üblich ist, dann ist das eine gewisse Komfortzone, obwohl es wieder besserem Wissen geschieht. Das ist das, was wir wegdrücken, ja? weil es uns an den Rand bringt, an den Rand, wo wir ja nicht genau wissen, ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich. Da gibt es eine wunderbare Analogie, beziehungsweise ja, einfach mal so eine Geschichte, wie ich, die ich gerne immer wieder erzähle. Und zwar, es gibt eine universelle Energie, viele Menschen nennen die Gott, viele Menschen nennen die universelle Energie, wie ich nenne die Liebe. Aber sag mal, es gibt irgendeine Instanz, die alles im Leben aufrechterhält, die alles steuert, ja? Diese universelle Intelligenz, dieses Universum. Da gibt es irgendwie eine Energieform. So. Und diese sendet Signale. Viele spüren das als Intuition, viele hören das tatsächlich oder wie auch immer. Und man selber, wenn man aufwächst, wächst man in so einer Komfortzone auf. Das ist wie so eine Schüssel. Man ist unten in der Schüssel drin und man ist geschützt in dieser Schüssel. Aber diese universelle Energie, dieser Gott oder was auch immer, nennt das wie ihr es wollt, der spricht zu uns durch unsere Intuition oder was auch immer und sagt, geh an den Rand, oben auf der Schüssel, geh an den Rand, raus aus der Komfortzone, geh an den Rand. Und man selber denkt so, wow, es ist aber hier total sicher und es ist doch bestimmt auch gefährlich, an den Rand zu gehen. Gerade ein Kind, was in dieser Komfortzone aufwächst, was nichts anderes kennt, was oftmals auch als Erwachsener in dieser Komfortzone, in dieser Schüssel bleibt. Ne, ich gehe nicht an den Rand. Das ist zu gefährlich. Und die Stimme kommt immer wieder. Und Gott oder die universelle Energie spricht zu uns und sagt, geh an den Rand. Wir spüren das in uns. Da ist noch mehr. Geh an den Rand, spricht er zu uns. Und wir sagen dann auch wieder, ja, aber wir können doch auch hinabfallen. Wenn wir an den Rand gehen, da können wir doch hinabfallen. Ja? Und es spricht wieder zu uns. Geh an den Rand, unser ganzes Leben. Geh an den Rand. Und ja. Und dann passiert Folgendes. Und dann passierte Folgendes bei mir. Ich ging an den Rand. Und die universelle Energie oder Gott, wie ihr es nennen wollt, diese allgegenwärtige Energie, sie stieß mich vom Rand und ich fiel und ich flog. Und das ist meine Message an euch. Gebt den Kindern die Möglichkeit, dass sie fliegen können. Baut nicht eine so große Schüssel auf, wo man nicht die Innenwände hinaufklettern kann. Gebt ihnen eine größtmögliche Offenheit. Zwingt sie nicht zu offensichtlich gesundheitsschädigendem Verhalten. Es geht bei der Psyche los und endet halt eben auch bei der Ernährung. Ja? Ernährt eure Kinder nach bestem Wissen und Gewissen, vollwertig und mit möglichst kompletten Verzicht von tierischen Produkten. Und ja, das möchte ich heute einfach mal als Appell nach außen in die Welt tragen. Und wenn ihr diese Einstellung teilt, dann teilt diese Einstellung, teilt auch dieses Video an alle Menschen da draußen, die ihre Kinder wirklich lieben. Und ja, ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag. Euch und euren Kindern, und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.